Zahlung Rentenzuschlag nur bis November 2025. Was passiert danach? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute eine ganz interessante Mail erhalten, ich zeige sie Ihnen auch mal. Und der Kunde oder der Interessent möchte Folgendes wissen. Hallo Herr Knöppel, so ganz grob, ich verfolge Ihren YouTube-Kanal täglich. Bin froh und dankbar, dass Sie immer so super aufklären. Na, danke zurück. Der ist EM-Rentner und der hat jetzt seinen Zuschlag bekommen, den Bescheid auch erhalten von der Deutschen Rentenversicherung Bund aus Berlin. Und da steht folgender interessante Satz für ihn drin, ob ich den vielleicht mal aufklären könnte. Und folgender Satz, um den geht es. Was ist nach November 2025 mit dem Zuschlag? Für die Zeit nach November 2025 gilt eine andere Rechtsgrundlage für den Zuschlag und so weiter. Was ist damit gemeint? Was für eine Rechtsgrundlage gilt jetzt und welche gilt dann? Ja, meine Damen und Herren, und ich habe hier mal für Sie den Bescheid, aber nicht von dem Anfragenden, sondern einfach nur so, habe ich einen Bescheid bekommen, natürlich datenschutztechnisch geschwärzt. Und da sehen Sie auch, dass der Bescheid hier von der Deutschen Rentenversicherung knappschaftbar an Sie ausgestellt worden ist. Das ist der Zuschlagsbescheid. Und der oder die Rentnerin erhält hier 53,16 Euro und der Zuschlag endet spätestens im November 2025. Und jetzt ist die Frage aufgeworfen hier, das sehen Sie auch hier, was ist nach November 2025? Ich scroll das mal ein bisschen höher, vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen größer machen, dann sehen Sie es super klasse. Ja, was ist nach November 2025 mit dem Zuschlag? Und da steht, für die Zeit nach November 2025 gilt eine andere Rechtsgrundlage für den Zuschlag. Wenn Sie nach 2025 weiter Rente erhalten, prüfen wir, ob Sie auch weiter einen Zuschlag bekommen. Dafür müssen Sie keinen Antrag stellen. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt zeige ich Ihnen natürlich, welche Rechtsgrundlage jetzt aktuell gilt. Und zwar ist das der Paragraph 307j. Der Paragraph 307j sagt uns, ein Rentenzuschlag wird als monatliche Rentenleistung vom 1. Juli 2024 bis 30. November 2025 gezahlt, wenn am 30. Juni 2024 Anspruch bla 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 bestand. Ja, das kennen Sie alle schon von unseren vielen Videos. Und dieser Paragraph 307j setzt genau das um, was hier in diesem Rentenbescheid drinsteht. So, und jetzt gucken wir uns an, was gilt denn nach dem 30. November 2025. Ich will noch ganz kurz was dazu erklären, wie es dazu gekommen ist. Wir hatten mit Stand 28.06.2022 das EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz. Fürchterliches Wort. Und dieses EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz sollte eigentlich ganz normal technisch umgesetzt werden zum 1.7.2024. Deutsche Rentenversicherung, das wissen Sie, konnte das aus technischen, personellen und wie auch immer gearteten Gründen nicht. Und deshalb musste der Gesetzgeber diesen Paragraphen 307j erfinden, damit die Deutsche Rentenversicherung genügend Zeit hat, um ab dem 1.12.2025 dann den Rentenzuschlag komplett neu zu berechnen. Und deshalb gibt es genau dieses Gesetz, der diese extra Zahlung, also diese Sonderzahlung dieses Rentenzuschlages hier letzten Endes befristet gewährt. Gucken wir doch einfach mal ganz einfach rein. Der Rentenzuschlag wird nämlich nach dem Paragraph 307j hier im Absatz 4 zwischen dem 10. und dem 20. eines Monats zusätzlich zur normalen Rentenzahlung gezahlt. So, jetzt kommen wir zum Paragraph 307i. Das ist der Paragraph, der dann ab dem 1. Dezember 2025 gilt. Und dort steht dann auch wiederum drin, unter welchen Voraussetzungen dann der Rentenzuschlag wieder neu geprüft wird von der Rentenversicherung und dann auch zur Auszahlung kommt. Und zwar als mit der. Im Wesentlichen kann man sagen, wenn Sie jetzt einen Zuschlag auf die wenn Sie jetzt einen Anspruch auf diesen Zuschlag bis 7,5% haben und den jetzt ausgezahlt bekommen und den auch noch zum 30.11. ausgezahlt bekommen, 2025, dann werden Sie im Wesentlichen auch diesen Zuschlag ab dem 1. Dezember 2025 auch erhalten, aber unter den Voraussetzungen des Paragraphen 307i.
Sozialgesetzbuch Nr. 6. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von dieser Fragestellung und meiner Antwort dazu. Ich glaube, das reicht erstmal aus. Sie können sich ja gerne im Internet den 307i und den 307j Sozialgesetzbuch Nr. 6 mal durchlesen. Vielleicht werden Sie ja dadurch schlauer. Ich gehe davon aus, dass alle, die jetzt ihren Zuschlag bekommen und auch noch am 30.11.2025 leben sollten, das ist ja ganz wichtig, die werden dann auch den Zuschlag weitergezahlt bekommen, aber dann nicht mehr als Extrazahlung, sondern als Zahlung mit der gesamten Rente, vorschüssig oder nachschüssig, spielt dann erstmal keine Rolle. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Viel Spaß mit dem Extra-Rentenzuschlag. Viel Freude mit den Bescheiden. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.